Der Hohentwiel bei Singen, also sprich am Bodensee, ist schon sehr spektakulär. Wer den steilen Aufstieg nach oben schafft, der wird nicht nur mit toller Ausblick, sondern auch mit sehr viel Geschichte belohnt. Der Hohentwiel ist eigentlich zu spektakulär, um nur als Kulisse für das heutige Video zu dienen, und er soll ein eigenes Video bekommen. Aber dennoch, beim heutigen Video kommen wir quasi nicht um den Hohentwiel als Kulisse herum. Vor einigen Jahren begegnete ich einer überzeugten Feministin, die mir erklärte, die Weltgeschichte wäre deutlich friedlicher verlaufen, wenn Frauen anstatt Männer die Geschicke der Völker gelenkt hätten. Sie schwärmte von einer Insel irgendwo im Südpazifik, wenn ich mich richtig erinnere, auf welcher angeblich jahrhundertelang ein Matriarchat geherrscht habe und die sich dadurch zur Art Insel der Seligen gemausert hätte. Ich war damals ein recht junger Schüler und hatte, obwohl mir da einiges so recht komisch vorkam oder ungewöhnlich, keine echten Argumente parat. Damals kannte ich das 10. Jahrhundert auch noch nicht, das uns mal wieder zeigt, wie lehrreich Geschichte sein kann, wenn man sie lässt. Wir werden sehen. Die Frauen der Stunde, oder genauer gesagt der Jahrzehnte, waren Adelheid, Theophanu und Hadwig. Adelheid haben wir schon kennengelernt. Sie war jene Prinzessin, die Ludolf gern gehabt und sein Vater Otto der Erste bekommen hatte. Inzwischen war die junge Dame nicht mehr jung und verhielt sich teilweise auch nicht mehr unbedingt damenhaft. Mit anderen Worten, Adelheid konnte die Zeit halt auch nicht aufhalten. Und so wurde aus der Prinzessin mit zunehmendem Alter die böse Schwiegermutter. Schwiegermutter Theophanus. Und bald wurde klar, es konnte nur eine geben. Noch Otto der Große hatte dafür gesorgt, dass sein Sohn Otto eine Prinzessin aus Byzanz erhalten sollte. Orient und Okzident sollten ein gemeinsames Herrscherpaar bekommen. Das seit Jahrhunderten getrennte Römische Reich sollte vereinigt werden. Das noch immer etwas barbarisch anrüchige deutsche Kaiserhaus anerkannt wurde. Nach einigem Zögern war man in Byzanz, also der Hauptstadt Ostroms, bereit und schickte eine Prinzessin. Leider war nicht ganz die bestellte Prinzessin, aber mit Theophanu konnte Otto der Große gut leben. Brachte sie doch neben ihrer Schönheit, ihrer Intelligenz, noch auf der Überfahrt nach Italien lernte sie Deutsch, auch eine ganze hübsche Mitgift mit. Mit Gift empfing sie schon bald ihre zukünftige Schwiegermutter. Wie oft in diesem Fall verpackt in ein freundliches Lächeln. Die beiden Frauen waren grundverschieden. Theophanu war aufgewachsen in Luxus und den Intrigen des byzantinischen Hofes. Kunstsinnig, durchaus affektiert und prunksüchtig, von schwacher Gesundheit und vor allem jung. Auf der anderen Seite Adelheid, zupackend, intrigant, machtbewusst, frömmelnd. Was die beiden Damen einte, war ihr unbedingter Wille, Einfluss auf die Politik des Kaisers zu nehmen. Sei es auf Otto der Große oder eben Otto der Zweite. Dabei erntete Theophanu die Früchte ihrer Schwiegermutter, denn die war es, die erstmals durchgesetzt hatte, dass auch die Kaiserin gekrönt wurde. Adelheid war bald als Consors Imperii, als Teilhaberin der kaiserlichen Macht geführt, stand dem kaiserlichen Haushalt vor. Theophanu dagegen unterschrieb Urkunde gern auch mal mit Theophanius Imperator Augustus, der männlichen Form ihres Namens, und nannte sich bescheiden kaiserliche Regentin, die derzeit dem Christenvolk vorsteht. Zwei Alpha-Weibler lenkten für längere Zeit die Geschicke des Reiches und bedienten sich dabei keineswegs nur weiblichen Waffen. Während Adelheid auf die Reich beschenkte Kirche setzte und später Heiligsprache werden sollte, griff Theophanu zur weltlichen Diplomatie und zum Schwert. 986 zog sie in einem Feldzug gegen die Slawen. Das Verhältnis der beiden Frauen war von herzlichster Feindschaft und von grausamster Freundschaft durchwoben, je nachdem, ob eine politische Zusammenarbeit gerade notwendig erschien. Dann waren sie die besten Freundinnen oder eben halt auch nett. Als 973 der schwäbische Herzog Burkhard III. Starb und es einen Nachfolger zu finden galt, war es wieder einmal Zeit für das auch nicht. Adelheid favorisierte den Mann ihrer Nichte, Heinrich von Bayern, der bald den bezeichneten Namen der Zänker erhalten sollte.
Otto II., jüngst König geworden und unter dem Einfluss Theophanus, wünschte sich den 19-jährigen Otto, Sohn Ludolfs, als neuen starken Mann in Schwaben. Es kam zu hässlichen Szenen am Hof, als sich der junge König zwischen seiner durchaus dominanten Mutter und seiner nicht minder selbstbewussten Gattin entscheiden musste. Dabei hatte die beide Dame die Rechnung ohne die Dritte im Bunde gemacht, nämlich Hadwig, Witwe Burkhards III. Und Schwester Heinrich des Zenkers. Dies sollte zeigen, dass sie viel von den beiden Königinnen gelernt hatte. Die Dame Hadwig machte das erste Mal von sich Rede, als sie sich weigerte. Sie weigerte sich zu heiraten. Nicht irgendjemand, sondern den byzantinischen Kaiser Romanus II. Nun hatte dieser nicht unbedingt den besten Ruf, galt vielmehr als faul und genusssüchtig. Und aus unserer heutigen modernen Perspektive bringen wir durchaus Verständnis dafür auf, wenn eine junge Frau sich gegen eine arrangierte Ehe stellt. Oder auch ältere. Aber für die politische Kaste des Mittelalters war dies dennoch eine Ungehörlichkeit. Aber Hadwig weigert sich. Stattdessen war sie 954 den Bund mit dem kampferprobten schwäbischen Herzog Burkhard eingegangen, der vermutlich bis zu seinem Tod im Jahr 973 seine Tapferkeit immer wieder unter Beweis zu stellen hatte. Ihr Ehe blieb jedenfalls kinder- oder zumindest erbelos. Die 33-jährige Witwe gedachte jedenfalls, eine Lustige zu bleiben und sich an keinen Mann mehr zu binden. Denn das Geschäft der Männer, das beherrschte sie mindestens genauso gut. Genauso wie ihre beiden Vorbilder und Konkurrentinnen, nämlich Adelheid und Theophanu, war Hadwig ausgesprochen gebildet. Schon als Kind hatte sie, im Hinblick auf die angedachte Ehe mit dem Byzantiner, Griechisch gelernt. Sie suchte Adelheid hier näherstehend, ihre Zuflucht beim Klerus, den sie durch Geschenke gütig zu stimmen gewohnt war. Noch zur Lebzeit ihres Mannes hatte sie auf dem Hohe Twil ein Kloster gestiftet. Hier nahm sie schließlich auch Residenz. Von hier aus verfuhr sie nach Gutdünken mit dem öffentlichen Amtsgut ihres verstorbenen Mannes. Ganz gleich, ob es sich hierbei um ehemaligen Familienbesitz oder um Reichsbesitz gehandelt hatte. Sie gab mit volle Hände weder vom Kaiser noch von anderen Großen des Reiches daran gehindert. Die beschenkte Klöster ringsum sorgte sich weniger um die Herkunft ihrer Güter oder gar das biblische Gebot nicht zu stehlen, nahm dankend und hinterließet ihren Chroniken das Bild einer idealen Herzogin. Nun gut, Hadwigs Herrschaft auf dem Hohen Twil war eine absolute. Als nahe Verwandte König Ottos II., mehr noch als Erbin Burkhards, ja als Vicaria Imperii, als Stellvertreterin des Reiches, wie sie sich gern nennen ließ, beherrschte sie die Bischofsstadt Konstanz, das klingt die Klöster Reichenau und St. Gallen, und berief die Bischöfe von Äbte Schwabens, die über eine beachtliche militärische Aufgebot verfügte, konntet, wie selbstverständlich zum Hoftag zusammen. Die umfangreiche Besitzung Burkhards, die dieser teilweise nur qua Amt erhalten hatte, behielt sie einfach. Kurz, Hadwig gebärdete sich wie der wahre Herzog Schwabens und kümmerte sich wenig darum, dass es einen solchen neben ihr, sie hätte vermutlich unter ihr gesagt, gab. Viktor von Scheffel hat der Witwe Hadwig in seinem Eckehard ein literarisches Denkmal gesetzt. Er zeichnete das Bild einer klugen, aber auch sensiblen und schönen Frau. Gut, dieser Ansicht kann man sicherlich auch sein. Man kann sie aber auch für eine egomanische und rechthaberische Zicke halten. Ihren gelehrten und schon beinahe hörigen Begleiter Eckehard, den sie sich als Gesprächspartner aus einem Kloster hatte ausleihen lassen, ließ sie schon einmal auf seinem Lager peitschen oder konnte nur mit der Mühe davor abgehalten werden, ihm kahlscheren zu lassen. Danach konnte sie sich ihm wieder sehr liebenswürdig und großzügig zeigen. Ziemlich emotionsvariabel. Habe ich gerade gesagt, Hadwig wollte sich an keinen Mann mehr binden. Das ist nur zum Teil richtig. Ein Mann, ihr Bruder, scheint für sie nach wie vor eine wichtige Rolle gespielt zu haben. Heinrich, den man den Zenker nennt, Nomen est Omen. Das gilt übrigens auch für Geschwister. Nach Burkhards Tod, ich sagte es schon, galt es, einen männlichen Nachfolger zu finden. Adelheid und Theophanu machten die Suche nach einem solchen zunächst unter sich aus. Nach den Bräuchen der Zeit und aus Gründen der Legitimität hätte es sich ja angeboten, dass die junge Witwe Hadwig den neuen Kandidat ehelichen würde. Aber Hadwig wollte erneut nicht. Vermutlich konnte sie auch nicht. Denn einer der beiden Kandidaten für das Amt des Herzogs war ja gerade der Adelheid-Freund Heinrich, Hadwigs Bruder. Eine Ehe mit einem direkten Konkurrenten kam für die Herzogin natürlich auch nicht in Betracht. Kaiser Otto II. Entschied sich für den Kandidaten seiner Frau, für Otto, sein Jugendfreund und Neffe. Dieser sollte ihn nicht enttäuschen. Als der Zenker Heinrich den Aufstand probte, der half Herzog Otto I., Kaiser Otto II.,
diesen zu bestrafen und wurde mit dem bayerischen Herzogtum belohnt. Doppelherzog Otto der Erste folgte seinem Kaiser auch nach Italien, wo dieser allerdings in einem unmotivierten Feldzug bei einer unmotivierten Schlacht im Süden vernichtend geschlagen wurde und nur mit Mühe und wenig Begleitern fliehen konnte. Das Ganze spielte für die Geschichte Schwabens nur insofern eine Rolle, als dass ich jetzt erklären muss, wie es kommt, dass der Herzog Otto der Erste, Herzog von Schwaben und Bayern, 982 in Italien stirbt. Und natürlich auch, warum nun ein Konrad neuer Herzog der Schwaben wurde. Letzterer ist schnell erklärt, Konrad war einer der wenigen, die zusammen mit dem Kaiser jene schwere Niederlage bei Cap Colonna überlebt hatte. Er rettete dem Kaiser auf der Flucht das Leben. Außerdem war Konrad der Neffe oder Großneffe Hermanns des Ersten, also jenes Hermann Wehr, den Kaiser Heinrich damals als Fliegenklatsche aus dem Hut gezaubert hatte. Konrad konnte also gewisse Legitimation als Herzog nachweisen, auch ohne die nach wie vor unwillige Hadwig zu heiraten. Das genügte eigentlich als Qualifikation, darf man aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass nun wieder ein landesfremder Herzog der Schwabe wurde. Sein Machtschwerpunkt lag im Elsass, das er nun auch als Herzogtum führte. Herzog Konrad bewies seine Treue zum Kaiser erneut, diesmal als dieser gestorben war. Otto II. Starb jung, sein Sohn ebenfalls Otto, Otto III. Geheißen, war noch ein kleines Kind, als er das Erbe seines Vaters antreten sollte. Der alte Zänker Heinrich, ehemaliger Herzog der Bayern und noch immer Bruder Hadwigs, nutzte die Gunst der Stunde, entkam seiner Haft in Utrecht und wollte sich als Vormund des Kindes Otto III. An die Macht bringen. Konrad, der Herzog von Schwaben, verhinderte das. Das war im Jahr 1984. Und auf dem Hohentwiel saß noch immer die nicht mehr ganz so junge Herzogswitwe Hadwig, die den erneuten Fall ihres Bruders durch einen Mann miterlebte, der eben jenen Titel trug, den ihr Bruder eigentlich haben sollte, nach ihr. Wir können uns vorstellen, mit welchen Gefühlen sie an den beiden Männern Otto und Konrad dachte, die es wagte, neben ihr Herzog sein zu wollen. 994 stirbt Hadwig, 5 Jahre vor Adelheid, 3 nach Theophanu, ohne noch erleben zu können, dass die Familie ihres Bruders nicht nur rehabilitiert, sondern zur höchsten Würden aufsteigen sollte. Sie herrschte auf dem Berg und der Bodensee ist auch nicht mit dem Pazifik zu vergleichen. Vielleicht hinderte sie ja genau das daran, eine Insel der Seligen zu errichten. Ade.